Der deutsche Frauenwiderstand gegen die Naziherrschaft soll in den nächsten Jahren anerkannt und gewürdigt werden, laut Beschluss des Bundestags vom letzten Jahr. Das ist spät, aber erfreulich. Gewünscht hätte ich mir allerdings auch eine Anerkennung des Frauenwiderstands aus anderen europäischen Ländern. Denn er hat entscheidend dazu beigetragen, dass 1945 zum Jahr der Befreiung wurde. An diesen Widerstand erinnert unsere Anthologie mit Mut und List europäische Frauen im Widerstand gegen Faschismus und Krieg. Mit Beiträgen von 24 Autorinnen. Ich selbst habe das Glück gehabt, zahlreichen Widerstandskämpferinnen aus verschiedenen Ländern zu begegnen und möchte sozusagen als Zweitzeitzeugin deren Lebensgeschichten weiter erzählen. In den finsteren Zeiten des faschistischen Terrors, der deutschen Besatzung und des Krieges gab es Millionen Menschen in Europa, die das Gräuel nicht hingenommen, sondern sich gewehrt haben, unter ihnen Hunderttausende Frauen. Sie ließen sich nicht unterkriegen, wählten den aufrechten Gang, kämpften trotz alledem für Frieden und Freiheit, für Gleichheit und Menschenwürde. Sie übten Solidarität über die Grenzen hinweg. In den einzelnen europäischen Ländern gab es unterschiedliche Ausgangssituationen, Motive, Tätigkeiten im Widerstand sowie verschiedene Zeiträume, in denen er geübt wurde. In besetzten Ländern ging es um die Befreiung vom äußeren Feind. In nicht besetzten Ländern um die Unterstützung unter anderem von Verfolgten, in Deutschland um den Widerstand gegen den eigenen Staat. Jeder Widerstand galt als Verrat. Dort begann er auch bereits 1933, während er in anderen Ländern erst Ende der 30er Jahre oder später einsetzte. Frauen waren Widerstandskämpferinnen, Partisaninnen, Angehörige der regulären Streitkräfte, ob in riesigen Armeen unter staatlicher Führung, in revolutionären Bewegungen, in kleinen oder großen Gruppen, jedoch geeint im Ziel der Befreiung. Viele Frauen haben im Widerstand traditionelle Geschlechterrollen durchbrochen, Ansätze von Emanzipationen erkämpft und gelebt. Die meisten Überlebenden des Faschismus sind inzwischen verstorben. Es gibt kaum Zeitzeuginnen mehr. Umso wichtiger ist es, vor dem Hintergrund zunehmender rechtsextremer Tendenzen in Europa sowie der Versuch einer Revision der Geschichte an die Mutigen zu erinnern. Erinnern für die Zukunft. Der Widerstand ist nicht nur Vergangenheit. Er setzt sich in der Gegenwart fort. So die Grande Dame der Résistance, Lucie Aubrac. Widerstand gibt Mut für die Auseinandersetzungen mit Rassismus, Rechtsextremismus und Neofaschismus, mit Kriegspolitik und sozialem Unrecht. Im Buch wird vom Leben couragierter Frauen erzählt, von 75 Widerstandskämpferinnen aus 20 europäischen Ländern. Fünf von ihnen möchte ich jetzt vorstellen. Zunächst aus Polen. Mit der Besetzung des Landes 1939 und der Errichtung eines Terrorregimes beginnt die Verfolgung und Vernichtung der polnischen Juden, aber auch der Widerstand dagegen. Polinnen sind an allen Widerstandsformen beteiligt, auch in Führungsfunktionen. Sie bauen die Organisation in Ghettos auf, kämpfen als Partisaninnen mit der Waffe in der Hand, sind im Unterricht und Gesundheitswesen tätig, sowie bei der Fluchthilfe, ob Krankenschwester, Verbindungsagentin, Kurierin oder im Nachrichtendienst. Eine von ihnen ist Krystyna Urszula-Wituszka, geboren 1920. Hier aus einem Porträt von Krystyna Fischer. Nach der Besetzung Polens wird der Vater, ein Gutsbesitzer, enteignet. Die Familie muss umsiedeln. Die Eltern trennen sich. Krystyna bleibt bei ihrer Mutter in Warschau. Sie arbeitet als Sekretärin in einer Batteriefabrik, später im Süßwarenladen ihrer Tante. In dieser Zeit wird für sie eine Kundschafter der Zelle der polnischen Befreiungsarmee angeworben. Deckname Kasia.
Nun sucht sie in Cafés Kontakt zu deutschen Offizieren, um sie unter anderem über Truppenstandorte und Kompaniestärken auszuhorchen. Die Informationen werden an die polnische Exilregierung nach London weitergeleitet. Eine gefährliche Aufgabe, die nicht nur Mut und Selbstbeherrschung, sondern auch Selbstverleugnung erfordert. Neben der Gefahr musste Christina das Misstrauen und die Verachtung ihrer Landsleute ertragen. Sie sahen es nicht gern, wenn sich Polinnen mit den Besatzern trafen und mit ihnen freundlich plauderten. Christina sagte später, ihr Handeln sei in erster Linie von Abenteuerlust und Neugierde bestimmt gewesen und dann erst von Patriotismus. Aber sie hatte eine klare politische Haltung. Sie schrieb im Gefängnis: Was die Deutschen mit den Juden und mit uns machen, das ist ein kalt überlegter Vernichtungsprozess der ganzen Nation. Das ist die Nazi-Politik gegen alle die, die schwächer sind und sich doch nicht fügen wollen. Durch die Verhaftung ihres Freundes Walsch, bei dem man einen Brief von ihr fand, wird die Gestapo auf die junge Frau aufmerksam. Ende Oktober 1942 wird sie im Warschauer Gestapo-Gefängnis inhaftiert, dann nach Berlin gebracht, im Polizeigefängnis am Alexanderplatz. Dort teilt sie ihre Zelle mit Rosemarie Terville, Mitglied der von den Nazis als Rote Kapelle bezeichneten Widerstandsgruppen. Als Terville im August 1943 unter dem Fallbeil starb, schrieb Christina: Ich frage mich oft, was aus einem Volke wird, das alles, was es Wertvolles an Menschen besitzt, um die Ecke bringt. Bereits im April 1943 hatte das Reichskriegsgericht Christina wegen Spionage, Vorbereitung eines hochverrätischen Unternehmens und Feindbegünstigung zum Tode verurteilt. Ihre Zelle Nummer 18 in Alt-Moabit gilt aber als die fröhlichste im ganzen Gefängnis. Die jungen Frauen scherzen, lachen, singen polnische Lieder und tanzen Polka. Tagsüber arbeiten sie an Nähmaschinen. Ihr Hunger wird durch heimliche Gaben der Aufseherin und durch Pakete von den Eltern gemildert. Aus der Haftzeit sind fast alle Briefe von Christina überliefert. Dokumente ungebrochener Lebensbejahung. In einem Kassiber spottet sie: Jetzt weiß ich auch, warum ich hier bin. Die Herren Generäle im Reichskriegsgericht müssen auch was zu tun haben, um nicht an die Front geschickt zu werden. Das ist doch eine sehr schwere und wichtige Aufgabe, so viele kleine Mädchen zum Tode zu verurteilen. Ihre Eltern versucht sie immer zu beruhigen und zu trösten. Ihre Mutter schreibt sie: Weißt du, Mami, es ist hier allgemein bekannt, dass die Frauen unvergleichlich viel tapferer das Todesurteil aufnehmen, dass sie eine bessere Haltung bewahren in jeder schweren Situation. In einem ungewöhnlich offenen Brief versucht sie, eine Freundin über die furchtbaren Zustände im besetzten Polen aufzuklären. In 2-3 Monaten haben sie das ganze Warschauer Ghetto geräumt. Es waren mehr als 600.000 Menschen, Männer, Frauen, Kinder. Kein lebendiger Mensch ist rausgekommen. Alle Juden wurden in die Gaskammer geschickt. Die kleinen, ausgehungerten jungen Judenkinder aus dem Ghetto wurden einfach wie kleine Katzen lebendig in einem Kanalisationskanal geworfen. Die Menschen werden wie Hunde auf der Straße erschossen oder gefangen und nach Deutschland zur Arbeit verschleppt. Die Polen hassen alles, was deutsch ist, wie die Pest, weil sie doch keine anständigen Deutschen kennen, nur diese Tyrannen, Mörder, Räuber und Quäler. Sie selbst hatte im Gefängnis junge Widerstandskämpferinnen aus vielen Ländern kennengelernt. Die Deutsche Marie Terville war ihre beste Freundin geworden. Wohl auch deshalb konnte sie nicht auf einem nationalen Standpunkt verharren. So erklärte sie: Ich bin keine Nationalistin. Ich sterbe lieber für Freiheit und Gerechtigkeit, nicht für Polen. Ihre letzten 6 Monate verbrachte Christina im Zuchthaus Roter Ochse in Halle. Es war ihre schwerste Zeit. Sie hatte keinen Kontakt mehr zu Landsleuten und war gesundheitlich angegriffen.
Die Hoffnungen auf Begnadigung und auf ein rasches Kriegsende zerschlugen sich. Ende Juni 1944 wird sie in Halle enthauptet. Schon während ihrer Haft hatte sie erkannt: Wir gehen am Vortage des Sieges zugrunde in dem Bewusstsein, dass wir nicht vergeblich gegen die Ungerechtigkeit und die Gewalt gekämpft haben. Niederlande, Überfall der Wehrmacht am 10. Mai 1940. Antijüdische Bestimmungen werden verabschiedet. Ab 1941 entstehen 5 deutsche Konzentrationslager auf niederländischem Boden. Frauen leisten Widerstand, helfen verfolgten Menschen, unterhalten die Verbindungen zu den Gruppen, verteilen Flugblätter und illegale Zeitungen, verstecken Radios und besorgen Waffen. Unter ihnen Hanni Schaft, geboren 1920, aus einem Porträt von Lia Gorta. Es ist still in den Dünen auf dem Ehrenfriedhof in Overveen. Hier sind über 400 Widerstandskämpfer begraben. Sie wurden erschossen nahe dem Nordseestrand. Darunter eine Frau, Hanni Schaft. Obwohl kurz vor Kriegsende mit den Deutschen vereinbar war, dass keine Hinrichtungen mehr stattfinden sollten. Sie wurde 24 Jahre alt, umgebracht 2 Wochen vor Kriegsende. Janette Johanna Schaft, Jo genannt, wurde in einer Lehrerfamilie in Haarlem geboren. Von zu Hause übernahm sie die Werte der Solidarität, Gerechtigkeit und Gleichheit. Ihr Vater, Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, und ihre Mutter, aus einer sozialistischen Pastorenfamilie stammend, waren besorgt über die Entwicklung in Deutschland und über den Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden. Ab 1938 studiert Jo Jura in Amsterdam, tritt der Studentenvereinigung bei. 1940 hört sie den illegalen Sender Radio Oranje. Ihre erste Widerstandsaktion im Frühjahr 1942 ist das Stehlen von Personalausweisen ohne J, J für Juden, für ihre jüdischen Kommilitonin und später für den Widerstand. Sie sammelt Geld und Kleidung für deportierte Juden. Die Pakete werden über das Rote Kreuz an das Durchgangslager Westerbork, das Vorzimmer der Hölle und an andere KZs in Deutschland geschickt. Anfang 1943 kommt es zu Razzien in den Universitäten, als Studierende zum Arbeitsdienst in Deutschland verpflichtet werden. 3/4 von ihnen weigert sich, den Nazi-Verordnungen zu gehorchen. So auch Jo. Von einigen Professoren werden noch illegale Vorlesungen gehalten, meist in Cafés. Jo legt ihre letzte juristische Prüfung im Wartezimmer erster Klasse des Bahnhofs Amsterdam Zentral ab. Flugblätter und illegale Zeitungen verteilen, Essensmarken und Geld für Familien in der Illegalität einsammeln, reichen Jo nicht mehr aus. Im Sommer 1943 nimmt sie Kontakt zum Widerstandsrat auf. Ab dann arbeitet sie mit den Schwestern Overstegen zusammen als Trio. Zu Kriegsbeginn sind Freddy und Truus erst 14 und 16 Jahre alt. Sie helfen, Menschen unterzutauchen, jüdische Kinder zu verstecken und sie schmuggeln Waffen. Als junge Mädchen erwecken sie kaum Misstrauen. Sie locken zum Beispiel Nazis in einer Kneipe, bringen sie anschließend unter dem Vorwand einer Sexparty an einen abgelegenen Ort. Unerbittlich wird dann der Abzug gedrückt. Truus Overstegen erinnert sich. Hanni war ein sehr ernstes, stilles Mädchen. Sie war eine Ausnahme in unserer Gruppe, weil sie studiert hatte, eine Intellektuelle war, während die meisten von uns aus Arbeiterkreisen kamen. Wir haben Englisch und Deutsch von ihr gelernt, wegen Deutsch auch protestiert. Aber sie sagte, es sei nicht nur die Sprache der Nazis, sondern auch die von Rosa Luxemburg. Das Trio sammelt Auskünfte über die Militäranlagen des Atlantikwalls, in dem es mit deutschen Soldaten anbildet. Jo bekommt auch Schießunterricht. Im Frühjahr 1943
kommt es zu Proteststreiks gegen die Meldepflicht der Soldaten und Offiziere zum Arbeitsdienst in Deutschland. Einer von ihnen, Jan Bonnekamp, widmet sich bald dem bewaffneten Widerstand. Gemeinsam sabotieren Jan und Jo Eisenbahnen, Fabriken, verüben Raubüberfälle in städtischen Ämtern, befreien Häftlinge aus dem Gefängnis und greifen Verräter und Kollaborateure an. Der Widerstandsrat beschließt, Ragout, den grausamen Handlanger der Nazis in der Region, zu liquidieren. Den Auftrag erhalten Jan und Hanni. Hanni schießt, Ragout fällt vom Fahrrad, sie fährt weiter. Jan folgt, um Ragout den letzten Schuss zu geben. Doch gleichzeitig schießt Ragout Jan in den Bauch. Jan erreicht noch die Erste-Hilfe-Station. Der Sicherheitsdienst wird benachrichtigt. Im Amsterdamer Krankenhaus, kurz vor seinem Tod, fragt ihn ein Mann, der sich als Freund ausgibt, als ob er etwas für ihn tun könne. Jan gibt ihm die Adresse von Hanni in Haarlem. Die Sicherheitspolizei überfällt das Elternhaus, nimmt Jos Eltern als Geiseln, in der Hoffnung, dass das Mädchen mit den roten Haaren sich stellen wird. Jo muss ihre Identität wechseln. Sie trägt nun schwarze Haare, eine Brille mit dicken Gläsern und heißt Johanna Elderkamp, geboren in Zürich. Den Tod ihres Freundes und Kampfgenossen verkraftet sie schwer. Nach einer Weile nehmen sie, Truss und Freddy, die Widerstandsarbeit wieder auf, entschiedener als je zuvor. Bei einer Kontrolle am Durchgang in einer Straßensperre in Haarlem-Nord werden im März 1945 illegale Zeitungen in Hannis Fahrradtasche gefunden. Sie wird ins Gefängnis gesteckt. Man findet dann auch eine Waffe in ihrer Handtasche. Der Sicherheitsdienst nimmt den Häftling nach Amsterdam mit ins Auto. Hanni wird erkannt. Isolationshaft, tagelange Verhöre, die Hirnrichtung wird angeordnet. Mitte April 1945 wird Hanni aus ihrer Zelle geholt, nach Overwien gebracht und auf einem Sandweg hinterrücks erschossen. Nach dem Kopfschuss wird mit einem Maschinengewehr auf sie gefeuert. Man begrub sie hastig in den Dünen. Freddy erinnert sich. Hanni sagte mir, dass sie es nicht bis zum Kriegsende schaffen würde. Sie würde unter einer rot-weiß-blauen Flagge begraben werden. Genau das ist passiert, als hätte sie eine Vorahnung gehabt. Frankreich, 1940, Überfall der Wehrmacht am 10. Mai. Besetzung des Landes und Widerstand dagegen. Frauen sind in allen Bewegungen dabei. Wichtigste Tätigkeiten sind der Kurierdienst, die Untergrundpresse und die Fluchthilfe. Lucie Aubrac, 1912 geboren. Eine freie Französin, die gegen den rassistischen Faschismus gekämpft hat. So möchte Lucie Aubrac in Erinnerung bleiben. Nicht als übermenschliche Heldin, als eine Frau, die auch die Berge liebte, eine anständige Weinkennerin war und ein leckeres Händchen à la Crème kochen konnte. Bis kurz vor ihrem Tod zog die elegante und dynamische Frau, graues Haar, tiefe Augen, intensiver Blick, durch die Schulen und erzählte von der Resistance. In ihrer Handtasche Flugblätter, Zeitungen aus dem Untergrund sowie der gelbe Judenstern. Sie sprach vom Widerstand gegen die deutsche Besatzung und die französische Kollaboration, als ob es die einfachste und die schönste Sache der Welt wäre. Freiheit, Gleichheit, Solidarität sind die Werte, die ihr Leben wie ein roter Faden durchziehen. Lucies Kindheit war geprägt vom Ersten Weltkrieg und einem ungebändigten Wunsch nach Freiheit. Die Winzerfamilie aus dem Burgund lebte in armen Verhältnissen. Die Mutter verdingte sich als Putzfrau und Gemüseverkäuferin. Der Vater zog bald in den Krieg, er galt als verschollen, bis ihn die Mutter in einer Anstalt nach 3 Jahren ausfindig machte. Er hatte nach einem Bombardement das Gedächtnis verloren. Der Vater blieb ein Fremder für das Mädchen. Und dieses Erlebnis hat Lucies Kindheit, ja ihr gesamtes Leben geprägt. Die brillante Schülerin,
verweigern sich zunächst dem Wunsch der Eltern. Ich will nicht in die Pariser Lehrerinnenanstalt gehen und die Pflichtuniform tragen. Und ich bin kein Bauern als Mann. Bruch mit den Eltern, als sie 17 Jahre alt wird. Sie zieht Ende der 20er Jahre zu einem Sprachstudium nach Nürnberg. Dann holt sie das Abitur nach und studiert an der Pariser Sorbonne. Es sind Jahre des politischen Engagements. Und sie verliebt sich in einen Ingenieur jüdischer Herkunft, Raymond Samuel, dessen Eltern später in Auschwitz ermordet werden. Dann platzt der Krieg. Lucie ist Geschichtslehrerin. Unter ihren Schülerinnen die künftige Freundin und Schauspielerin Simone Signoret. Und sie engagiert sich in der Résistance. Sie sagt, wir waren zunächst Gegner des Nationalsozialismus. Es hieß zum Beispiel, den Sitzplatz in der Bahn verweigern, den ihr der Hochschwangeren ein Nazi-Offizier anbot. Es hieß, Essen und Kleidung organisieren, Demütigungen und Unrecht ablehnen. Die Resistance der ersten Stunde leisteten Ungehorsam. Die Widerstandsgruppe Libération Sud wird gegründet. Lucie Ubrac ist Mitarbeiterin deren Zeitung. Dann kam der Schwarze Donnerstag von Juli 1942, die Razzia in der Radrennbahn Veldiv, die Massenverhaftung von Juden. Lucie begriff, dass hier ein Völkermord stattfindet. Im Herbst 1942 marschiert die Wehrmacht in die sogenannte freie Zone ein. Lucie führt nun ein Doppelleben. Für die Öffentlichkeit lebt sie den Alltag einer jungen Mutter und Gymnasiallehrerin in Lyon als Lucie Ubrac. Für ihre Kameraden ist sie die Verbindungsagentin Catherine. Lucies Mann Raymond ist verantwortlich für die Geheimarmee von Libération. Bald geraten führende Mitglieder der Resistance in eine Falle, unter ihnen Raymond. Lucie ist verzweifelt. Hochschwanger begibt sie sich zum Chef der deutschen Gestapo, Klaus Barbie, dem Schlechter von Lyon. Sie gibt sich als unschuldiges Mädchen aus, das vom Gefangenen geschwängert wurde, und erwirkt eine Notheirat vor der geplanten Hinrichtung Raymonds. Die Flucht wird sorgfältig vorbereitet, der Gefangenentransport Ende Oktober 1943 gestoppt und Raymond aus den Fängen der Gestapo befreit. Das Paar bleibt aber gefährdet, dessen Flucht nach England wird nun von der Resistance organisiert. Anfang Februar 1944 kommt in den BBC-Nachrichten die verschlüsselte Botschaft des Freien Frankreichs. Von Karneval zu Fastnacht, im Freudentaumel werden sie abreisen. Es ist das Zeichen für den Abflug. Vier Tage später bekommt Lucie ihr zweites Kind in London. Im Juli 1944 beteiligt sich Lucie an der Aufstellung von Komitees in befreiten Regionen. Ende 1944 arbeitet sie in der beratenden Versammlung der provisorischen Regierung in Algier mit. Über ihre Beweggründe, ihr Leben für die Resistance zu riskieren, sagt sie. Es gab zunächst eine instinktive Verweigerung. Ich habe nicht akzeptiert, dass eine fremde faschistische Armee mein Land besetzt und sich als absoluter Herr bei mir zu Hause verhält. Der zweite Grund war eigentlich mehr eine Frage des Verstands. Der Marschall Pétain hatte die Demokratie abgeschafft, wurde französischer Staatschef und ergriff nacheinander alle Maßnahmen, die dem Nazi-Ideal konform waren. Ich habe schließlich nicht akzeptiert, dass Menschen aufgrund einer rassistischen Doktrin einfach verschwinden sollen, weil sie unterschiedlich geboren wurden. Also der Instinkt, die Vernunft und das Herz haben aus mir eine Widerstandskämpferin gemacht. Nach der Befreiung engagiert sich nun die Lehrerin für die Ächtung der Atombombe, für Frauenrecht und für die Anerkennung des Beitrags der Frauen in der Resistance. Lange Zeit wurde das, was die Frauen geleistet haben, gesetzlich nicht als Widerstand anerkannt, sondern als Hilfe. Weil eine Frau keine Waffe trug, weil sie nur einen Widerstandskämpfer oder einen Juden versteckt oder nur Maschine geschrieben hatte. Wir haben schließlich erreicht, dass dies anerkannt wurde.
Lucie bleibt ihren Idealen von Freiheit und Gerechtigkeit treu. In den 50er Jahren kämpft sie gegen die Kolonialkriege in Algerien und Indochina. In den 60er Jahren für ein unabhängiges Vietnam. Anfang der 80er treibt sie der Versuch einer Revision der Geschichte in die Öffentlichkeit. Ihre Freundin Simone Signoret ermutigt sie, ihre Erinnerungen zu schreiben. Mit dem Prozess des Gestapo-Chefs Barbie war sie der Meinung, dass ich über meine Erfahrungen schreiben sollte. Das habe ich auch getan. In erster Linie, weil der Rechtsanwalt von Barbie eine besondere Methode zur Verteidigung seines Klienten verwendete. Er griff die Resistance an und das war unerhört. 1984 erscheint Obras Tagebuch ein Kassenschlager. Bis zu ihrem Tod mit 95 Jahren engagierte sich die Urgroßmutter von 18 Enkel und Enkelinnen gegen Rassismus und Ausgrenzung. An der Seite der Asylsuchenden, der Sans-Papier und gegen das Vergessen im Namen der Freiheit, der Gleichheit, der Solidarität. Widerstehen ist für sie immer ein Wort der Gegenwart. Jugoslawien, Anfang April 1941. Überfall der deutschen Wehrmacht und des faschistischen Italiens auf Jugoslawien. Die Besatzungsmächte teilen sich das Land auf. Der Widerstand ist groß, die Beteiligung der Frauen daran ebenfalls. So in der Nationalen Befreiungsarmee als Sanitäterinnen, Ärztinnen oder Soldatinnen und Offiziere. Ein Viertel von ihnen überlebte den Krieg nicht. Neda Bocinovic, geboren 1917, ist eine der Überlebenden. Der Kampf gegen Faschismus und für Befreiung war für sie immer auch ein Kampf für Emanzipation. Es sei falsch zu sagen, nach der Befreiung, nach dem Krieg, werden wir das Frauenproblem in Angriff nehmen. Vielmehr müsse die Befreiung und tatsächliche Gleichstellung der Frauen bereits in der Zeit während des Widerstands gegen den Krieg in Angriff genommen werden. Denn alles hänge miteinander zusammen. Die ehemalige Partisanin, die aus ihrem reichen Leben erzählt, weiß, wovon sie redet. In Topolo geboren, einem kroatischen Dorf nahe Dubrovnik, in Povlen und Kotor, in einer kinderreichen, aufgeschlossenen katholischen Familie aufgewachsen, erfuhr Neda früh die soziale Ungerechtigkeit in Jugoslawien, einem armen Agrarland, in dem mehr als zwei Drittel der Frauen Analphabeten waren. In den 30er Jahren studierte sie Jura in Belgrad und engagierte sich in der Studenten- und Frauenbewegung sowie in der verbotenen kommunistischen Partei. Als diese Anfang Juli 1941 zum Widerstand aufrief, kurz nach der Bombardierung Belgrads durch die Wehrmacht und der Aufteilung des Landes in Besatzungszonen, war die junge Frau sofort dabei. Sie wurde mit der Schulung der Dorffrauen von einem Regionalkomitee in Montenegro beauftragt, später in der Gebirgsregion um Piva. Sie klärte über die Bedeutung der Frauen für den Kampf der Partisanen auf. Im April 1942 unterrichtete sie Partisaninnen. Als Unterkommissarin eines Bataillons war sie zuständig für die Kampfausbildung und die politisch-ideologische Schulung. Sie gab auch mal das Signal zum Angriff im bewaffneten Kampf gegen die Tschetscheniks, faschistische serbische und montenegrinische Milizen. An der im Dezember 1942 gegründeten antifaschistischen Frauenfront innerhalb der Volksbefreiungsarmee nahmen sie wie etwa 100.000 Frauen teil, kämpften mit der Waffe in der Hand unter Titos Kommando. Nach dem Krieg heiratete Neda zum zweiten Mal, bekam drei Kinder. Sie übte verschiedene Parteifunktionen aus. Im Ortskomitee der Kommunistischen Partei Belgrad organisierte sie unter anderem den Alltag in der zerstörten Stadt. 1949 im Arbeitsministerium prüfte sie die Umsetzung der Gesetze vor Ort. In den 50er
Bis zu den 70er Jahren war sie Richterin im Bundesverfassungsgericht. Darüber hinaus Staatssekretärin für Verwaltung und Finanzen, zugleich Generalsekretärin des Verbands der Kriegsveteranen. Dort galt es für den Schulunterricht und den Lebensunterhalt von 280.000 Kriegsweisen zu sorgen und Studierende wieder in den Universitätsbetrieb einzugliedern. Es ging um Sozialhilfeansprüche, um Wohnraum, um den gesetzlichen Rahmen zum Schutz und zur Förderung ehemaliger Kriegsteilnehmer und ihrer Familien. Ab 1966 stand sie an der Spitze der KP Serbiens. Der beginnende Zerfall Jugoslawiens seit Ende der 80er Jahre und die anschließende Zerstörung des Landes in den 90er Jahren unter Beteiligung Deutschlands trafen Neda schmerzhaft. Sie schloss sich der Frauenfriedensbewegung und den Frauen in Schwarz an. Bis zu ihrem Tod 2001 war sie eine von deren Sprecherinnen in Belgrad. Die ehemalige Partisanin war auf Konferenzen auch eine gefragte Rednerin bis zuletzt. Ich als eine Frau mit Erfahrung im bewaffneten Kampf wähle heute die Gewaltlosigkeit. Sie ist einfach der heutigen Zeit am besten angepasst. Italien, September 1943, Besetzung des Landes. In der Resistenza spielen Frauen eine entscheidende Rolle. Als Staffetten zwischen den verschiedenen Gruppen halten sie das Informationsnetz aufrecht. Sie transportieren Lebensmittel, Medikamente und Material, kämpfen auch mit Waffen in Frauenverteidigungsgruppen. Ada Gobetti, 1902 geboren, aus einem Porträt von Hanni Skroblis. Sie wuchs behütet in einer kleinbürgerlichen Familie auf. Noch während ihres Schulbesuchs lernte sie 1918 Piero Gobetti kennen, Sohn einer ebenfalls wohlhabenden Kaufmannsfamilie, den sie heiratete. Piero studierte Jura, Ada Philosophie und Literaturwissenschaft an der Universität von Turin. Sie lernten Russisch, übersetzten Werke russischer Autoren. Während ihres Studiums gründeten beide eine politisch-literarische Zeitschrift. Ada promovierte 25, bereits schwanger und noch keine 23 Jahre alt. In den ersten Jahren des Faschismus stand ihr Haus im Zentrum eines geheimen Netzwerks von Freunden und Intellektuellen. 22 gründeten sie und Piero die Zeitschrift La Rivoluzione Liberale, an der sich auch der marxistische Philosoph Gramsci beteiligte. Eine oppositionelle Zeitschrift gegen die imperiale Machtpolitik Mussolinis, 25 verboten. Piero wurde mehrmals verhaftet, von Angehörigen der faschistischen Sturmtrupps niedergeschlagen und schwer verletzt. Nach der Geburt des Sohnes Paolo Ende Dezember 25 flüchtete er nach Frankreich, starb kurz danach im Pariser Exil. Bereits vor der Besatzung Italiens durch die Nazis hatte sich Ada Gobetti der Widerstandsgruppe Giustizia e Libertà angeschlossen. Mit anderen Frauen zusammen baute sie die Frauenbewegung auf. Als Widerstandskämpferin in der Region Piemont war sie selbst an der Ausführung von Sabotageakten und an Guerillakämpfen beteiligt. Sie gehört zu den illegalen Verbindungszentren und hält Kontakt zu den Widerstandsgruppen in Mailand und Genua, befördert Unterlagen und Informationen zwischen dem Hauptquartier des Komitees zur Befreiung in Turin und den Partisaneneinheiten. Sie fälscht Ausweise, bringt geflüchtete Alliierte, Kriegsgefangene in Sicherheit, verfasst Flugblätter zur Aufklärung der Bevölkerung. Ihr Haus in Turin wird zu einem wichtigen Treffpunkt und Zufluchtsort der Widerstandsbewegung. Sie nimmt noch am letzten Kampf vor der Befreiung teil, dem Aufstand von Turin Ende April 1945 und erlebt die Demobilisierung ihrer Einheit im Rang einer Majorin.
Im gleichen Jahr wird sie zur stellvertretenden Bürgermeisterin von Turin gewählt. Die erste Italienerin, die diesen Posten in einer Großstadt ausübt. Sie kümmert sich um ehemalige Häftlinge, Überlebende aus den Konzentrationslagern, um Hilfe für Arme und Kranke, aber auch um eine neue Schul-, Bildungs- und Kulturpolitik. Ihr Leben lang arbeitet Ada als Übersetzerin aus dem Russischen, Französischen und Englischen, als Kinderbuchautorin und als Pädagogikwissenschaftlerin. Ihr Tagebuch einer Partisanin erscheint 1956. Ihre in kodierten englischen Stichwort verfassten Notizen aus den Kriegsjahren. Es beschreibt den Partisanenkampf, Hunger und Kälte, Hinterhalten, Folterungen, Tränen, Angst, Versuche, neue Einheiten aufzustellen, Sprengstoff zu organisieren, geglückte und misslungene Anschläge. Es ist auch ein Lob an die Freundschaft als eigener Wert. Ein Band der Solidarität, der nicht nur auf Blutverwandtschaft oder Heimat oder geistiger Tradition beruht, sondern auf einem einfachen menschlichen Gefühl. Das scheint mir die intime Bedeutung von Freundschaft, das Zeichen unseres Kampfes, so Ada. Im Vorwort beschrieb ein Journalist die Bedeutung des Hauses von Ada und Piero als Bezugspunkt für viele alte und junge Antifaschisten, die sich heimlich getroffen haben, um die Themen des Kampfes gegen die Diktatur zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Auch nach der Befreiung 1945 blieb das Haus ein Ort der Diskussion für den Wiederaufbau des Landes. Der Kampf ging weiter, anders. Es ging darum, so Ada, die kleine Flamme einer vereinten und solidarischen Menschheit, die im September 1943 geboren wurde und uns 20 Monate lang geleitet und gestützt hat, nicht in der toten Luft der Normalität erlöschen zu lassen. Ada war eine Frau, die von ihrem Freiheitsdrang, dem Bedürfnis zu handeln und einer außergewöhnlichen Courage angetrieben wurde.